Hallo und willkommen zurück zu King's Bounty 2. Wir haben letzte Folge zwar Tenebros besiegt, aber der ist abgehauen. Und wir müssen jetzt quasi seinen Meister finden. Oder erstmal müssen wir Tenebros finden. Und dann später wohl zu Aranox. Ah, hier ist der Hero von Nostria. Slayer of villains, monsters, and dark adepts. No one else is listening, Tenebros. Tell me why you attacked Adrian. What rubbish. I saved the foolish boy from death. Both those foolish boys even, Adrian and Horus. Rubbish, is it? It seems to me that I rescued Adrian from your assassins. The truth is, unfortunately, complicated. Why do you think I left this portal open behind me? I wished to talk to you alone. I knew only you would have the courage to follow me to this dying shadow world. Now, as I said before, my former mentor, Aranox, is behind the attempt on the prince's life. Thankfully for the prince, I'm already on his trail. I infiltrated the prince's retinue and disarmed Aranox's sneak assassins when the time was right. Now I'm absolutely certain it's him. But how? Aranox is dead. He was my last victim. He had to die, for he was leading the Dark Adepts on a path to war with the whole world. Aranox almost destroyed our whole endeavor. He was also in the way of my career. Rather convenient circumstances, don't you think? On the other side of this gate, beyond the armies of shadows and monsters, there are ruins. That's where I killed Aranox. And that's where, I believe, he was resurrected. Explore the ruins. As for me, plenty of work awaits. Farewell. Okay, haben wir da eigentlich mehrere Möglichkeiten? Nö. Also hier konnten wir entscheiden, ob wir Horus oder Tenebros angreifen, das ist ja klar. Looks like they're defending something. Ja, vielleicht das Grab oder den Leichnam von Aranox oder ein Seelengefäß von ihm oder sowas. Ein ebenbürtiger Feind. Verderbte Klingen, Greifen, Seelenfresser, Klingen, Krieger. Also sehr viel Verspotten erwartet uns wieder. Kein Problem. Verspotten wurde ja genervt. Okay, dahin. Bleib du ruhig da in der Ecke, das ist okay. Die Meeren sind vorher dran, die fliegen dann schon weg. Gargoyles sind auch früh dran. Ich kann die dann auch ruhig nach vorne stellen. Obwohl, vielleicht will ich die auf Raubzug schicken, dass sie wieder zurückfliegen. Das ist eine Möglichkeit. Insofern lasse ich die doch, dass die Gargoyles besser hier, die Chimäre nicht. Die Chimären könnte nach vorne. Aber da hinten kommen die nicht so einfach hin. Die könnten da zwar einen Wirbelangriff machen, aber ja, vielleicht machen die das auch, obwohl. Das mache ich lieber mit der beschworenen Chimäre. Die lasse ich vielleicht erstmal auf Warteposition. Und jetzt muss ich mal gucken. Da. Also dieser Ort ist relativ sicher. So, was kannst du denn Schönes angreifen? Nur die, ne?
Oh, ich habe das Heiligfeuer vergessen. Mist. Aber besser spät als nie. So, du kannst dahin fliegen. Dann hier die Wirbelklinge machen und kriegen. Dahinter wird ein bisschen Schaden. So, und bei dir, ich glaube, ich warte erstmal, ich lasse dich erstmal rankommen. Gehen die alle schön auf meine beschworene Chimäre, killen die womöglich. Und dann kann ich da mit der anderen hinfliegen. Okay, verspotten. Okay, jetzt greifen meine automatisch an. Ich kann da gar nichts gegen machen. Na gut, dann ist das so. Jetzt würde ich gerne auf dieses Feld hier Feuerregen machen. Garantiert geht das nicht. Aber ich schau mal eben. Beziehungsweise Feuermeteor 3. Das geht halt nicht. Wenn ich es da mache, kriegen meine Chimären halt auch viel Aua. Obwohl so viel auch nicht, ne? Regeneration auf die. Bringt kaum was. Greif mal da an, dann können die gleich nicht mehr zurückschlagen. Oh. 456 Heilung, das ist echt Wahnsinn. Bonusrunde ist okay. Ja, auf die Golems ist gut.
Chimäre aber noch keinen Rang aufgestiegen. Das dauert wohl sehr lange. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt noch schaffen. So, untersucht den Ort, wo Aranox gestorben ist. Ich muss mal eben gucken. Hatten wir letztes Mal Level Up gemacht? Ja, wahrscheinlich schon. Naja. Als nächster Level Up sind noch 9000 Erfahrungspunkte. Das ist noch eine Weile hin. Da müssen wir rein. Ich guck trotzdem mal, ob hier noch irgendwo was ist. In der Regel ist ja hier in diesen Dimensionsrissen nichts. Aber wer weiß, vielleicht ist ja diesmal was da. Nö. Jetzt weiß ich gar nicht, hatte ich überhaupt heilen gedrückt? Oder musste ich überhaupt heilen? Nee, ich musste gar nicht heilen. Gut. I'm glad I'm not a dark adept. To be stabbed in the back by your own apprentice? I'll pass. Ja, Berufsrisiko bei den Dark Adepts. Apfel erwecken. My body is dead. But my spirit is still burning. Who are you, maiden? Why are you here? I will not beg you. Do your thing. Aranox never forgets. Buch erwecken. What? What are you? Lord of the Void? Yes, everything like she said. Wisdom and power in exchange for service? Be it so. Well, the time of the Thousand Immortals is in the past. Okay, da war wieder das, das Motiv, einem anderen Herrn zu dienen, um dafür Wissen zu erlangen. Tenebros, it's great that you're here. I will need you as an assistant. A new night vision potion, an improved formula. Let's try. You creep. Okay, das war also ein Blick in die Vergangenheit. Wie, Tenebros Aranox umgebracht hat. Aber Aranox vergisst nicht und rächt sich deshalb jetzt an Tenebros. Oder an der ganzen Welt. There you are. I've been waiting for you. How did you get here ahead of me? While you and Master Tenebris were saving His Highness's life, I tracked down the killers and... Aranox, he's here. I can feel it. Really is him. Makes the hairs on my arms stand to attention. How did he survive? Well, this mishap will soon be rectified. You're here after all. Where am I exactly? Don't worry. I've worked it out. There was a cultist standing around, picking his nails when I arrived. What a stroke of luck. Now look, we're in the Cult of Unity's laboratory. This is the first hall, Aranox is hiding in the last, and he's not alone. And that's it. Who'd have thunk those cult boys would be so frail? Great. I'll go find Aranox. It's not that simple. The door to the next chamber is hidden behind an intricately locked secret panel.
I've had no luck cracking it so far, and I can't open a portal to the other side. But I've almost figured it out. I'll leave you my notes, and a portal to Floster in case you need backup. I'll go report my findings. I'm sure Master Tenebris will be pleased. Okay, haben wir sonst noch Quests? Deine Tür öffnen ist okay. Mhm. Ugh, I wish another cultist would come by. This time I would do it right. Not like with that other one. I don't see anyone here except you. See those basins? I didn't know they were so deep. I got distracted. The dummy was so amusing when he was scared. And he couldn't swim, so he had a little accident. Kann das sein, dass sie ein bisschen verrückt geworden ist? Ich traue ihr auf jeden Fall nicht über den Weg. Dass sie hier so einfach reinspaziert ist und ja. Ich denke, sie steckt da ganz tief mit drin. Oder wurde kontrolliert oder so. Von einer fremden Macht kann ja auch alles sein. Reisender, ihr betretet nun die Festungsanlagen des Herzogs von Floster, des größten aller Herzöge, Hüter der Route nach Lorian und des Hafens von Floster. Kniet nieder und bezahlt den Wegzoll mit Ehrfurcht und Dankbarkeit. Ja, besser als mit Geld, ne? Jene, welche die Gnade des Herzogs erbitten, müssen die Gemächer seiner Lordschaft aufsuchen und seine Anwesenheit demütig erwarten. Jene, die nach Artisania, Antis oder Maluk reisen wollen, sei geraten, den Weg zu den Anlegestellen nicht zu verlassen. Jetzt müssen wir einen Lichtstrahl umlenken. Wir schauen mal, ich mache die erstmal alle hoch. Wobei der Lichtstrahl wird von da irgendwo kommen. Der müsste dann... Ja, weiß ich nicht. Ich mache die einfach mal alle andersrum erstmal, bis wir sehen, dass sich überhaupt irgendwas tut. 1500 Gold, ein bisschen Edelsteine und so. Nochmal 1000 Gold und Edelsteine. Okay. Also hier ist die Quelle. Drehen kann man den nicht, oder? Bringt nichts. Also entweder wird es hier reflektiert oder es geht da durch die Wand. Aber ich kann es ja nicht um 90 Grad umlenken. Also das ist ein bisschen seltsam. Gut, ich gehe erstmal nochmal auf die andere Seite. Vielleicht kann ich da was tun. Ah, da müssen wir hin. Hier ist noch ein Teil. Das ist aber nicht aktiviert. Ach so, wenn es da durchgeht, landet es möglicherweise hier.
Müssen wir mal schauen. Mal schauen. Es geht hier durch. Oder kann ich das Ding... Na, also nee, genau. Jetzt kann ich das Ding umlenken. Jetzt geht es zu dem anderen Teil da hinten rüber. Würde ich mal sagen. Oder auch nicht. Geht. Einfach nur so gerade, also hin und her. Verstehe ich nicht. Ich würde ja gerne mit den Spiegeln was umleiten, aber das Licht kann nur exakt einen Spiegel erreichen und sonst keinen momentan. Ich würde gerne irgendwas drehen. Hinten noch. Ich mache jetzt erstmal nochmal alle Spiegel. Vielleicht, wenn die alle oben sind, dass sie dann sagt, jetzt kann sie irgendwas drehen. Dass sie vorher vielleicht gar nicht auf die Idee kommt. Ups. Ich muss gerade mal eben die Aufnahme unterbrechen, weil es kann sein, dass gerade irgendwas passiert ist. Ich möchte nicht, dass da ein Schaden entsteht. Ich bin sofort wieder da. Ja, da bin ich wieder und ich musste gar nichts beenden bei der Aufnahme, weil die hatte sich schon selber beendet. Also es war gut, dass ich der Sache nachgegangen bin. Ich muss mal gucken, ob die Spiegel alle gleich sind. Also wie gesagt, Plan ist erstmal alle Spiegel da auszufahren. Um zu sehen, ob wir dann eine zusätzliche Option kriegen, wie Spiegel drehen. Auch hier will ich sicherheitshalber noch einmal gucken. Ja. Moment mal. Also das war nur eine Spiegelung in dem Spiegel. Die sind jetzt alle ausgefahren. Das bringt aber nichts.
Ja. Was, wenn ich diesen jetzt einfach mal wieder runterfahre, dass das Licht von da, wenn man den drehen würde, ja, da hinten hin könnte es auch nicht scheinen. Nein, es müsste. Wenn der gedreht würde, dann könnte das Licht hier drauf leuchten. Wenn der nochmal gedreht wird, dann da drauf. Dann da hinten rüber. Hier geht es ja nicht durch. Aber ich kann ihn nicht drehen. Wo ist der Trick? Oder muss ich einmal zu der Steintür hin und noch was drücken? Hier bei dem Feuer. Also muss ich halt gucken, ob es außerhalb der Spiegel noch irgendetwas gibt, was ich tun kann. Und ich hoffe nicht, dass es jetzt so ist, die Spiegel jetzt schon mal vorab in alle möglichen Positionen zu bringen. Was steht eigentlich im Journal? Birdie gab mir Notizen darüber, wie man diesen Schild deaktivieren könne. Ne, den Schild, darum geht es ja jetzt hier gar nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Ich fahre jetzt nochmal alle runter. Gegenstand, den ich nutzen kann. Sind wir in der Regel hier irgendwo? Nö. Oder bei der Statue nochmal? Also ich probiere mal Q und E. Also E ist ja das, okay. Aber sonst Q und E war ja Karte drehen. Ob man da. Ich den jetzt lasse und nur den. Das bringt halt nichts. Ich verstehe es nicht.
in der richtigen Reihenfolge die Spiegel, hat das irgendwie eine sinnvolle Sache? Dass wir sagen, das Licht kommt von hier, wird von diesem Spiegel abgelenkt, geht dann nach hier, geht dann darüber. Hierüber. Darüber. Hierüber, dann da auf die andere Seite. Das wäre halt der Weg, den der Lichtstrahl gehen könnte. Dann wäre das auf dieser Seite dann da. Dann würde er hierüber gehen. Vorausgesetzt, man wird die Spiegel halt immer um 45 Grad drehen. Dann hier. Dann da. Da. Und da. Und dann kommt er hier an. Und das Ding, das Licht hier an, aber ich kann es nicht drehen. Okay, ich gehe nochmal zurück. Und frag nochmal Avil, ob sie noch eine Idee hat. Tafel. Im 10. Jahr der Verbannung erbaute ich, der Herzog von Flosser, diese Festung, um Gesetzlosen den Zugang zu verwehren und den diesen Landen Recht und Ordnung zu bringen. Auf meinen Befehl hin soll an einem Ort, der wind- und sturmgeschützt ist, ein Hafen errichtet werden. Über diesen Hafen wird sich meine Festung erheben. Ein Leuchtfeuer der Sicherheit und des Trostes gleich. Und das stand jetzt nochmal auf der anderen Tafel. Hier war doch noch so ein Ding. Kniet nieder. Können wir knien? Ich guck mal eben die Tastenbelegung durch, was man also machen kann. Steuerung. Das sieht nicht so aus. Kann es nur noch gehen. Naja, also wie gesagt, ich frage sie mal, ob sie noch eine Ahnung hat. Huch, ich bin in Flosser. Kann ich hier irgendetwas tun? Laboratorium des Kults, ja. Die Steintür. Muss ich einen Gegenstand ausrüsten? Haben wir irgendwas bekommen? Ja,
Schriftrolle zurückkehr in den Thronsaal. Nö. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich noch irgendwo so eine Steintafel übersehen habe. Das geht ja dann schnell. Oder noch irgendwo so ein Schalter. Kann ich das Ding irgendwie rechts klicken oder so? Links klicken? Enter war noch irgendwie anwenden. Achso, oder das Ding? Das bringt aber nichts. Statt des Spiegels, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, sehe ich irgendwas anderes. Ja, ist immer der Spiegel. Nun gut, dann ist es jetzt Zeit, einen Blick in die magische Kristallkugel zu werfen. Ja, oh Wunder, oh Wunder. Man kann diese Steinplatten drehen. Nur ich nicht. So, der Spiegel. Achso, oder wenn der unten ist, kann ich dann auf die... Oh, wow.
versuche irgendwie die Platte zu finden, aber... Ich will immer den Spiegel markieren. Da! Da war die Platte kurz, ja, okay. So wie es jetzt eingestellt ist, müsste der Strahl, wenn ich alle Spiegel hochfahre, von einer Seite zur anderen gelangen. Ich mache es jetzt extra mal rückwärts. Um dann direkt den Aha-Effekt zu haben. Entweder Aha, ich habe falsch gedacht, oder Aha, es hat funktioniert. Falsch gedacht. Ach so, der Spiegel ist nur auf einer Seite. Ist kein Spiegel auf beiden Seiten. Ja, okay. Ich würde gerne diese Platte anvisieren, aber es ist einfach nicht so einfach. Da! Ja, endlich. Anyone else? Oh, you. Baroness Dardenne. How unexpected. Oh, Creator, I can't believe my eyes. You're here. I'll tell you everything. But you have to promise you'll take me to Prince Adrian. You're here on his orders, correct? Correct. Aren't you worried that Prince Adrian will send you to Crucis? I understand. After everything I had to go through, prison might be the best thing for me now. Aranox has been conducting horrific experiments. He's been kidnapping people and... Oh, I can't even describe it. Have you ever seen the soul extracted from a living person, how mana crystals are imbued with their life force. Pains me to admit it, but I assisted him. Unfortunately for me, Aranox needed my knowledge of alchemy. Whoa. You're even more ruthless than the Black Countess. Prince Adrian will be my judge. I will accept any punishment, no matter how severe.
Did you know I'm an orphan? Interessiert There's mich nicht. There's not a single person in the world to protect me. My cousin DuPont promised me. Irgendjemand. Bin gesperrt in Zelle. Portal in Floster hat mich gebracht her. Hab Händelgilde Rüben geliefert und bin verhaftet worden. Hilfe. Okay, deshalb gibt es das Portal nach Floster, um Leute zu entführen. Heiligen Gral können wir leider nicht mitnehmen. Oh, das Gemälde, das letzte. 300 Erfahrungspunkte, yes! 315 Erfahrungspunkte. Für ein Level brauchen wir 11.000. Mhm. Waffengewalt. Tag 1. Die Testperson leidet Qualen. Sie schluchzt, klagt, knirscht mit den Zähnen und versucht sich zu befreien. Man könnte meinen, der Funken würde unter solchen Umständen heller strahlen und bessere Resultate in den Kristallen erzielen. Aber leider... Was ist nur der Grund für dieses Scheitern? Tag 2. Sie hat ihren eigenen Tod herbeigeführt. Genau dann, als ich mit der Operation beginnen wollte. Was für eine dumme Kuh. Mir blieb nicht einmal die Zeit, die Haut zu durchdringen. Notiz für die Zukunft. Aristokraten sind nicht sehr widerstandsfähig. Tag 3. Ich halte es nicht mehr länger aus. Diese Tagediebin ist ebenfalls gestorben. Vielleicht sollte ich die Flasche öffnen, die mir Cousin Dupont geschickt hat, als er noch am Leben war. Ich brauche heute Abend ein wenig Entspannung. Tag 4. Das ist es. Ich habe die Lösung. Corances Frostzauber. Die Testperson ist bewegungsunfähig, aber immer noch am Leben. Und der Funke ergießt sich in einem stetigen Fluss. Ich konnte einer Person bereits 2 Mana-Kristalle entlocken. Ein unglaublicher Erfolg. Fluss. So, wo ist jetzt hin? It's open now. Aranox is right behind this door. He just finished. Is the door locked? Well, of course. Aranox knows you're here, but he won't get away. I haven't told you. I didn't want to give you false hope, but I was successful locking Aranox in his chambers. You're full of surprises, Gazella. What do we do about the door? The door operates on a simple mechanism. The statues in the hall must all be facing in the same direction. I'll watch the door while you reorient the statues. I hope Aranox hasn't had time to change the enchantment. Ja, Statue drehen. Müssen die sich angucken? Wahrscheinlich. I can't go any further. I'm terrified of Aranox.
At every turn, you defeated my creatures. They failed me, but I improved them, made them better, stronger. Now you must first defeat my new abominations. Okay, besiegt Aranox Armee. Ist egal welches Portal. Ja, tödlicher Feind. Ich denke, wir kriegen das hin. Die Gefahr ist halt Aranox selber. Der kann gut zaubern. Ach, warte mal. Ich ziehe mich noch mal einmal kurz zurück. Und zwar, wir haben ja hier noch einmal Waffengewalt. Wir haben Mana-Überfluss. Und Moral. Oder nehme ich Magiefluss mit dem Mana-Überfluss zusammen? 10 Zauberkraft. Muss man mal gucken, wie viel Zauberkraft habe ich überhaupt. 110, das ist 10%. Also steht das da, was das macht? Ja, also 5% mehr Damage. So viel. Ich nehme die Moral. Wir machen ja kaum Damage-Zauber. Ich weiß nicht, warte mal, hier ist doch... Ich stelle die alle mal hier vorne hin. Da haben die, glaube ich, eine bessere Sicht. So, du kannst nur da hinten hinschießen, das ist mir egal, das ist okay für mich.
Achso, oder die greifen kannst du doch bestimmt erwischen, ne? Jawohl. Eine Bonusrunde. Hat sich die Moral schon mal gelohnt? So, du. Du ballerst mal hier hin. Unsere eigene Chimäre geht denn hier hin. Dann wird die nicht so angegriffen. So, und du kannst die Greifen hier mal eben platt machen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, gut, dass er eine Fernkampfeinheit genommen hat. Die macht nicht so viel Schaden, wenn die gegen unsere eigene Einheit losgeht. Kannst du nicht, weil du verspottet wurdest. Ist okay, dann mach halt nichts. Tja, die Wächtergolems werde ich dann alle verlieren. Blöd. Was willst du machen? Sollte meine Einheit aber noch mal heilen. Genau, mach du den einfach mal platt. So. Ja, greif mal da an. Die Fernkämpfer hier sind in sowieso in der Kontrollzone, können nichts machen.
wieder jetzt angreifen? Immer noch nicht. Tja, jetzt verliere ich die Wächter. Oder? Haben noch überlebt. Das ist gut für mich, wenn ich es jetzt schaffe, den Kampf schnell zu beenden. Dann sollte das funktionieren. Jo, das war's. Keine Einheit komplett verloren. Und wir haben bekommen ein schwarzer Saphir. Okay, auch nur ein Verkaufsgegenstand. Wir können heilen für 3500. Das bezweifle ich, dass wir hier alle drei für 3500 heilen können, aber wir schauen mal. Ne, die Eisengolems konnte ich nicht heilen aus irgendwelchen Gründen. Die kann ich dann aber nachkaufen. My insidious student. Okay, also now Tenebrous I know ist your aufgetaucht. Tricks, Tenebrous. Think you can kill me? Oh no, Master. I'm here to be sure of your revival. You see, our benefactors wish to know how you succeeded. They need you. Do you expect to take me alive? This violates our agreement. You're much more dangerous than I imagined. We don't have much time. Get up. I thought Aranox had killed you. I'm so glad to see all your limbs attached and intact. You never cease to amaze, Gazella. What did you do to Aranox? I disincarnated him. Put some of that stuff I learned during our experiments to use. If only you knew. But everything's going to change now. You're still taking me to see Prince Adrian, yes? You did give your word. The prince's order was to bring Aranox to him alive. I hope bringing you instead will suffice. Wait, there's one more detail. A little while ago, Aranox received a very important message from the Herald, a proclamation of some sort. We have to retrieve that document. Aranox's study is at the top of these stairs. You'll find the Herald's proclamation somewhere up there. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier Gisela mit in den Palast zu nehmen. Die will doch bestimmt da noch mehr Leute umbringen. Aber wir haben keine Wahl. Nächste Folge werden wir dann mal in Aranox Arbeitszimmer gehen und gucken, was wir da so vorfinden. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.